Parkplatz, im Hintergrund die Schachtheide, genannt Hohe Linde. Eingang zur Dispatcher-Zentrale. Kollegen, Herrn Dispatcher, bei Ihrer Arbeit. Klick auf. Ein herzliches Klick auf, Kinder. Hier gehen Informationen ein und aus. Von der Grube und auch vom Kombinat. Sehr verantwortungsvolle Arbeit. Das Grubenfeld im kleinen Riss. Nebenan sitzt die Kollegin der Telefonzentrale, die fleißig vermittelt. Sie nimmt die Arbeit der Dispatcher in vielen Fällen ab. Bleiben Sie bitte mal dran, ja, Vermittler? Glück auf. Die 235. Ja. Ja, alles klar. Der Wasserschein. 1,40 m, 2 Pumpen. Alles klar, danke. Das hier ist das Herz der Schachtanlage. Das wichtigste Arbeitsmittel der Dispatcher sind diese kleinen Knöpfe hier. Das sind sämtliche Telefone, die unter Dach an den Sammelpunkten sind. Die Haupttelefone von unter Dach, die sofort bei uns durchkommen mit Notruf. Beim Havariefall kann praktisch der Dispatcher alle Punkte, die im Untertacher Bereich sind und die Telefon haben, sofort anwählen und über Alarmschleife praktisch jetzt zurückrufen, sich zu verständigen, alarmieren. Hier ist nochmal der Grubenriss im großen Maßstab. Dispatcher. Ja, legal. Das ist der Eingang zum Grubenleiter. Das sieht nicht aus wie Arbeit. Das Sekretariat des Grubenleiters mit den zarten Sekretärinnen vor Ort. Frau Gittler. Ich mache gleich mit. Da läuft doch ja alles. Blick auf. Lee Würzburg, unser Grubenleiter, der die Geschäfte des Thomas Münzer Schachts voll im Griff hat. Sehr gut. Wie sieht's denn da mit zwei Hörern? Ja, wie die Geise bild. Das Schmuckstück des Zimmers sind diese wunderschönen Malereien. Die hier in der Grube gefunden wurden. Wenn man auf halb 11 losfahren, geht man das auch noch. Habt ihr das gehört? Der drin hat gesagt, das Schmuckstück sind die Mineralien. Draußen hat gesagt, das Schmuckstück seid ihr. Ja, ja, ja.
Aber okay, das muss er schon. Lampen sind wieder gelegen, stehen hier. Selbstretter. Das Morgenimpulssystem. Jeder Kunde seine Marke hinhängt. Dort sind sämtliche Flügel eingeteilt, sämtliche Punkte im Schaft, wo dann die Markenrolle genau Überblick hat, wo jeder einzelne Kollege hinfährt. Der Kollege von der Markenkontrolle. Glück auf, Horst. Egal, mein Lieber. Schacht, Alte. Hast du noch welche da weh? Horst? Ja. Weil du bald aufhörst. Dann würde ich noch mal fünf machen, wenn du sie aber will ich meinen besten Freund noch mal auf die Linse bringen. Ja, du hast eben wieder immer getroffen, mein Lieber. Genau so ist es. Ja. Du weißt, Freunde vergisst man so schnell nicht. Sicher. Ja. Wir wollen noch mal richtig auf, ja. Genau so ist es. Ja, der Tafel werden dann die Morgen wieder abgehangen. Und wenn die Kollegen aus dem Schacht kommen, nimmt jeder seine Marke ab. Nein,
hier links, rechts kommt gleich ein schöner Blick zur Hohen Linde. Und jetzt sind wir bereits weit oben zur Einfahrt angelangt. Hier werden Schieferwagen und Bergewagen bereits getrennt. Und gehen dann in die Bunker, beziehungsweise die Bergewagen zu den Gondeln, die dann das taube Stein auf die Hohe Linde befördern. Ernst und Richten Bergmann begrüßen sich mit Blick auf. Deine eine. Blick auf, Kollege Anschläger. Blick auf. Schmeckt's? Man sieht's. Bringst du nicht rum hier. Und wenn die Oberfahrzeuge alle mal nur so viel fertig fahren, sein Eigentum. Blick auf, Hannemann. Carsten Steiger, der Abteilung Hauptförderung. Personenbahnhof, fünfte Sohle. Ihr könnt ruhig laut erzählen, das stimmt, Arno hat mir die Stiefel gegeben. Das ist doch geschenkt.
wollen wir hinjagen. Man hört immer.
Thank you.
lieber Kollege, das taube Gestein spricht Berge im Mannstädtischen in den Versatz an. Ja. Bergmann. Man sieht, das geht wie es Brezel packen. Der Hinger, wir wollen hier. Wir wollen mal vor Streb kriegen. Ja, aber... Oh, nicht fahren. Prima. Nicht gut. Ich habe Höhe und Wunder. Ohne brauchen wir so ein Boot. Ich glaube, sie sind hydraulisch. Hier muss alles passen. Denn es geht ganz schnell, da bricht den Dach runter. Diese Arbeiten müssen alle durchgeführt werden, bevor es zur eigentlichen Schiefergewinnung kommt. Die Sicherheit ist das A und O im Bergbau. Ja. So sieht der Streb aus. Das da. Welchen Bank gehen? Dauert alles seine Zeit, also ein Stück für richtig steht. Auch das gehört dazu.
der Seil wieder freigegangen. Wollen wir die Kollegen hier hinten ein bisschen auf der Linse nehmen? Diese Strebseite ist vorbereitet zum Bohren. Man sieht, die Kollegen haben angehackt. Ja. Dies bewirkt eine gleichmäßige Sprengarbeit. Stelle. Ich bin eben nur.
prima. Jetzt geht's mit der Scharfenburgrunde weiter. Bohrmaschine angesprochen und untersuchen über den Trainer des Leistungs. Überprüfen, Sicherungen, alles soweit in Ordnung und sehen, dass hier der Fußleiter angesprochen hat. Durch den Sätzen der Sätze ist die Bohrmaschine wieder betriebsbereit. Also wir haben hier nur Fachleute. Der Kollege Schattenberg, Elektrosteiger, für diese Flüge verantwortlich. So wie in jedem Film kommt zum Schluss ein Nachspann, wo die Mitwirkenden draufstehen. Leider geht es hier nicht. Und so verabschieden wir uns hier mit einem zünftigen Gruppenbild. Vorstellen brauche ich die Leute nicht. Wir sind alle Bergleute und wir wollen auch so lange wie möglich Bergleute bleiben. So langsam kommen wir ans Tageslicht. Da sieht man ganz deutlich die Spurlatte. Ich habe andere Latte. Ackersohle. Und in wenigen Sekunden sind wir auf der Hängebank.
Aufschieben der Fahrbahn. Gleichzeitig werden unten im Zug die Etagen zur Seilfahrt. Findet da eine Zwischenseilbahn statt, 12 Uhr. Der Leerwagenverlauf bis zum Anschläger. Wir haben ja zwei Förderungen. Einmal die östliche Förderung. Diese. Die westliche. Daneben. Die westliche geht zur sechsten Zone. Die östliche zur fünften. Aufschieber werden die Wagen transportiert. Thank you.
Mannschaftsseilfahrt werden alle Aufgänge benutzt, sodass das Aussteigen schnell geht. Die letzte Etage ist eingetroffen. So, somit ist die Zwischenseilfahrt beendet. Thank you.
sie da. Ja, okay. Ja klar, hängt sie da. Hier hängt sie da, die Backmarke. Gott, Junge, Junge, ich muss euch noch drehen, bevor ich die Tür mache. Was umgeht denn mit dir? Ich will die anderen mal kommen. Hier, Jogi, ja. Dich will ich richtig haben. Du bist doch eine Einigung, haben wir verweist. Ja. Was soll denn jetzt eher mal? Also für mich nehme ich mir, habe ich alles, ja? Alles bereit. Mal eins, jetzt musst du ihn umbringen, genau so. Mach ich doch jetzt. Ach wo? Ich werde noch Venedig hier. Venedig? Ja, als Rechkundeljäger. Prima. Ja. Das sind also alles, ne?